Ja, Sportler des Jahres 2011 wird Martin Tomczyk. Martin Tomczyk! Wir haben es ja alle gehört, mit dem Jahreswagen musstest du dich da rumquälen. Gab es keine andere Möglichkeit auf einen Neuwagen oder hatten die gesagt bei Audi, der Mann hat sowieso keine Chance? Ja, im Winter gab es keine andere Möglichkeit. Ich wurde sozusagen versetzt in einen Jahreswagen, aber ich habe mich nicht wirklich drin unterkriegen lassen. Ich habe meine Ziele weiter verfolgt und habe hart gearbeitet und das ist aufgegangen, hat Spaß gemacht und ich habe wirklich Spaß am Rennfahren gehabt und ja, das ist jetzt das Ziel, was ich erreicht habe, die Meisterschaft und jetzt auch noch hier in Rosenheim geehrt zu werden, ist natürlich ganz toll, als Rosenheimer einen Rosenheimer Preis zu bekommen. Das erste Mal, dass ich auch nominiert hier worden bin, ist was Spezielles und dann freut es mich natürlich auch gleich, dass ich gewonnen habe. Und der Nachwuchssportler des Jahres heißt Johannes Kühn. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken bei den ganzen Leser von OVB, die mir das Vertrauen geschenkt haben und mir, sagen wir mal, jetzt ermöglicht haben, bei dem Ball dabei zu sein. Leider kann ich nicht da sein, weil wir trainingstechnisch unterwegs sind. Aber an der Stelle vielen Dank nochmal und freut mich riesig. Und allen, die im Eishockey vielleicht nicht zu Hause sind, sage ich es noch ganz schnell, den Pokal, den Ehrenpreis, den Sonderpreis hat ihm eben gerade sein Sohn übergeben. Mondo grüßt Mondi. Es kommt eigentlich auf das drauf an, Sport in Rosenheim ist eine Hausnummer, ist wirklich groß und man muss sich um den Nachwuchs kümmern und das ist eigentlich meine große Intensität. Ob es im Eishockey ist, im Skifahren, in sonstigen Sportarten, ich denke einfach, man muss auch heute hier mal Dank sagen an alle Ehrenamtlichen, an die Stadt Rosenheim, an alle Trainer, die sich um die jungen Leute kümmern. Ihr macht wirklich ein wahnsinniges soziales Engagement. Das ist unschätzbar und das erkennt man jetzt in meinem Alter natürlich viel besser als junger Sportler. Wir haben euch sehr viel zu verdanken und ich sage heute hier ganz laut und deutlich Danke, Rosenheim, dass ihr mir meinen Traum in meinem Leben ermöglicht habt und dass ich Profisportler werden habe dürfen und dass ich heute hier stehen darf. Danke.